Wir haben Anrufer in der Leitung. Hallo? Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Wie heißt Sabrina. Du? Hi Sabrina. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Was war los gestern? Wie hast du die Nachricht aufgenommen? Ja, mein Vater hat mich halt angerufen, weil ich bin eine Amerikanerin, und ich wohne jetzt seit 3 Jahren in Deutschland. Und da hat er mir halt gesagt, dass das halt passiert ist und mein Onkel hat halt im World Trade Center gearbeitet. Oh. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, du hast noch gar nichts gehört? Nein, noch gar nichts. Ich hoffe, er ist halt noch am Leben oder so. Wir haben da eine spezielle Nummer auch. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon habt, aber wir werden die auch gleich nochmal einblenden. Das ist die vom Auswärtigen Amt. Vom Auswärtigen Amt, die Nummer, falls Leute vermisst werden. Wird hier unten eingeblendet. 0188 1746 00. Und wohnen sonst noch irgendwelche Angehörigen von dir in New York oder so, die vielleicht euch erreichen könnten oder die ihr erreichen könnt? Ja, meine Tante wohnt ja genau in Manhattan. Und mein Cousin, der arbeitet ja im Krankenhaus dort. Ja. Und der wird mich heute auch noch anrufen und genau sagen, was genau los ist und so. Hast du einen guten Kontakt zu Jürgen? Klar, wenn du erst vor 3 Jahren hierher gekommen bist, schon, oder? Ja, sehr guten. Also ist bei euch wahrscheinlich zu Hause auch auf Halbmast die Flagge, denke ich mal, oder? Das ist. Wir haben Anrufer in der Leitung. Hallo? Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Wie heißt Sabrina. Du? Hi Sabrina. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Was war los gestern? Wie hast du die Nachricht aufgenommen? Ja, mein Vater hat mich halt angerufen, weil ich bin eine Amerikanerin und ich wohne jetzt seit 3 Jahren in Deutschland. Und da hat er mir halt gesagt, dass das halt passiert ist und mein Onkel hat halt im World Trade Center gearbeitet. Oh. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, du hast noch gar nichts gehört? Nein, noch gar nichts. Ich hoffe, er ist halt noch am Leben oder so. Wir haben da eine spezielle Nummer auch. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon habt, aber wir werden die auch gleich nochmal einblenden. Das ist die vom Auswärtigen Amt. Vom Auswärtigen Amt, die Nummer, falls Leute vermisst werden. Wird hier unten eingeblendet. 0188 1746 00. Und wohnen sonst noch irgendwelche Angehörigen von dir in New York oder so, die vielleicht euch erreichen könnten oder die ihr erreichen könnt? Ja, meine Tante wohnt ja genau in Manhattan und mein Cousin, der arbeitet ja im Krankenhaus dort. Ja. Und der wird mich heute auch noch anrufen und genau sagen, was genau los ist und so. Hast du einen guten Kontakt zu Jürgen? Klar, wenn du erst vor 3 Jahren hierher gekommen bist, schon, oder? Ja, sehr guten. Also ist bei euch wahrscheinlich zu Hause auch auf Halbmast die Flagge, denke ich mal, oder? Das ist.